Halb rechts Ivanov, Torpedo Moskau, Mittelläufer Strelzow von Torpedo, der Jüngste mit 20 Jahren. Ankov, Russland. Netto. Vielleicht machen wir uns zunächst einmal mit den Namen vertraut in der ersten Viertelstunde. Iljin. Strelzow. Jawohl, von hinten gerempelt, also Freistoß. Begeisternde Aktion des deutschen Sturms. Der schöne Schuss von Waldner wurde gebremst. Und hier die Russen, Strelzow. Tor! Tor für Sowjetunion. Der 20-jährige Strelzow hat die 1:0-Führung, noch nicht einmal ganz 20 Jahre ist er alt, erzielt. Gut gelungenen Start der deutschen Mannschaft unerwartet. Russischen Tor und den überlegten Nachschuss von Schröder aus Bremen, der zum Ausgleich führte. 1:1 steht es im Niedersachsenstadion, 2 Minuten nach dem Torerfolg der Russen. Ausgleich durch Schröder, Werder Bremen. Beide Mannschaften haben sich zunächst mal umsonst bemüht. Die ersten 6 Minuten gelten gewissermaßen nicht. Das ist Posipal, Vollmar. Fritz Walter. Jetzt Ivanov, Strelzow, mal Mittelläufer, sein Wunschposten, heute noch nicht im Fall. Aber das war nicht sehr ernsthaft, Freistoß für die Sowjetunion, Entfernung zum Tor etwa 30 Meter. Das ist Tatuschin, der rechte. Posipal konnte dazwischen fahren, gefährlicher Einwurf. Hoppla, hoppla, Schusssalz, der Spielmacher und Spielführer der Russen. Das ist Strelzow, 19 Jahre alt. Und Paramonov kam ein bisschen spät. Genügt nicht. Man braucht auch ein bisschen Glück und natürlich Präzision. Posipal wieder verfehlt. Strelzow. Missverständnis in der deutschen Hin. Schöne Abwehr von Ogonkov. Und da Tatuschin, Tatuschin, was machst du? Zum Glück. Sind in Hannover, haben sich viel Sympathien erworben durch ihr sportliches Auftreten. Strelzow, Salnikow, Herkenrath. Fehlaktion, die geahndet wird. Fritz Walzeit um. Der Spielstand durch die beiden Tore von Strelzow, der eben am Ball ist, und von Schröder. 1:1 im Niedersachsenstadion in Hannover. Und ich glaube, Günter Wolfbauer, wir können sagen, dass dieses Resultat verdient ist und dass Deutschland sich bisher wirklich gut hält und schön spielt. Das Resultat entspricht zweifellos dem bisherigen. Iljin. Und wieder Schmidt. Der Trick war, er ist nicht angekommen. Sehr schön gespielt von Tatuschin, aber abseits des Russen. Kein Tor für Russland, abseits bei dieser Vorlage von Tatuschin, die Strelzow aufnehmen wollte. So ein Missverständnis kommt auch mal vor. Wieder Strelzow. Salnikow. Strelzow, Herkenrath, Strelzow, Netto, wieder Strelzow und ein langes Bein von Jupp Posipal. Tichenko zu Strelzow. Oh. Ganz knapp drüber und Posipal scheint seinen Fuß noch drin gehabt zu haben. Eckball nach Auffassung von Ellis. Wieder Strelzow alleine, Herkenrath. Strelzow. Ivanov.
und Eckel rettet in höchster Not. Auf Kosten einer Ecke allerdings. Sehr schöner Trick, aber die Nebenleute gehen noch nicht ganz darauf ein. Schmidt. Wieder Ilyin. Ivanov. Und Juskov. Ich glaube, unserem Kapitän hätten wir alle dieses Tor gegönnt. Aber Yashin hatte aufgepasst. Und wieder ganz gefährlich die Russen. Tatushin. Herkenrath hält, aber es genügt nicht. Die Sowjetunion führt 2:1 gegen Deutschland. Und wieder die Russen. Da hatte Herkenrath Glück. 3:1 der Spielstand. Strelzow, Posipal, Salnik, Ilyin, Tatushin. Und das hätte Kontrolle. Und sofort wieder einer dieser steilen Durchbrüche. Strelzow. Einwurf für die Russen. Salnikov. Die Foul gemacht. Strelzow vom Posipal gebrennt. Kopf. Eckel hat im Raum gelassen. Strelzow und Posipal in einer für ihn Typ Ivanov. Und ganz alleine Strelzow, aber zu steil die Vor. Wieder Baschaschkin, Netto. Jetzt Salnikov und Netto näher an den Kameras. Strelzow wieder nach vorne gebraust. Jetzt am linken Flügel. Und ein Fehler von Schmidt, den er aber selber noch. Strelzow. Wo bleibt Posipal? Deckt jetzt Ivanov. Baschaschkin. Ivanov. Wieder Ivanov. Der jetzt fast mehr hervortritt. Vierter Verteidiger. Der Ball. Ivanov. Strelzow. Salnikov. Waldner. Fritz Walter. Fritz hat Pech. Schäfer. Aber immer noch bisher zerstreuen konnte. Aber immerhin erst 60 Minuten gespielt im Länderkampf. Und nun mit Ecke. Keine Zeit versäumt. Da drüben trabt an der Auslinie ein russischer Spieler auf und ab. Ja, auf so engem Raum ist kaum etwas zu machen. Anstelle von Ilyin in der sowjetischen Mannschaft hier Moser. Na also, da haben wir die Bestätigung, es ist Moser, der für Ilyin spielt. Tatushin. Und zur Probe an Schmidt gescheitert. Nochmal Moser und hereingegeben. Guter Fritz. Naja, er ist ja der Senior der deutschen Mannschaft mit 35 Jahren. Erwartet oder gefürchtet haben, in der zweiten Halbzeit wohlgemerkt. Alles Negative, was wir sagen, gilt nur für die zweite Halbzeit. Und da, vielleicht russisches Tor. Hoppla, 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 bitte kein Tor, Moser. Da ist der Ball oben im Netz. Sehen Sie ihn? Strelzow. Nach dem Ball, glaube ich, kriegt der Ivanov doch ein Jerseys spielen. Die deutsche Mannschaft in weißen Hemden. Für diejenigen Zuschauer, die sich jetzt erst einschalten. Und da
Na, auch die Russen sind nicht so wie in der ersten Halbzeit. Das hätte dem Strelzow eigentlich... Ein Unentschieden. Aber gerechterweise muss man sagen, die russische Führung ist... Hoppla, hoppla, Schuss. 1,11 Meter über das Tor. Überraschend guter Endspurt der deutschen Mannschaft. Nicht die Russen sind am Drücker, sondern unsere Jungs. 1:2 ist der Spielstand und Ellis legt sich hin. Posipal schön mit dem Kopf gegen Strelzow gerettet. Yashin.